Der LTR 1100 ist ein 100-Tonnen-Telekran. Den haben wir aus einer Raupe, den wir von unserem Schwesterwerk in Nenzing bekommen haben, und einem Oberwagen von unserem LTM 1100 zusammengebaut. Und daraus ist dieses neue Produkt entstanden. Inzwischen hat sich dieser LTR 1100 im Markt sehr gut etabliert. Wir haben viele neue Kunden bekommen, denn wir haben einen Markt erschlossen, der bisher noch keine Telekrane hatte, insbesondere in der Bauindustrie. Das ist nun ein relativ leichter Hub, den wir hier machen. Das Schwerste an dem ganzen Hub ist die Hakenflasche und ist die Grundplatte, auf der das Modell steht. Aber wir wollen ja mal klein anfangen. Die Grundplatte wiegt ca. 300 Kilogramm. Wir werden diesen Kran nun ca. 5 Meter anheben. Und das ist der Anfang. Wir werden auch alle anderen Krane 5 Meter anheben. Natürlich werden dann die vorderen Krane weiter nach oben gehen. Das Schwierige an diesem Mobile ist eigentlich, das Gleichgewicht zu halten. Und das Gleichgewicht zu halten, das war auch das Motto unseres Kundentage hier. Gleichgewicht. Gleichgewicht ist hier sehr, sehr wichtig. Sie sehen nun die beiden Anhängepunkte an der Raupe. Der Gesamtschwerpunkt der Maschine befindet sich so in ca. 2,5-3 Metern Höhe. Das heißt, der Gesamtschwerpunkt ist der Punkt, wo man sich die Masse der Maschine vereinigt denken kann. Und dieser Schwerpunkt, der muss nun mal genau zwischen diesen beiden roten Anschlagseilen liegen. Wenn das nicht der Fall ist, wird der Kran kippen. Ist der Schwerpunkt nicht genau in der Mitte, dann wird sich der Kran neigen. Wir ziehen also nun mit dem LR 1350 den Kran an und Sie werden sehen, wenn der Schwerpunkt stimmt, dann wird die Raupe ganz parallel zum Boden abheben, weil der Schwerpunkt sich exakt unter dem Haken befindet. Wir haben natürlich vorher schon ein bisschen geprobt, das haben wir eigentlich nicht sofort so gemacht, sondern wir haben alle Krane zunächst mal dicht über den Boden gehoben und gesehen, ob der Schwerpunkt stimmt. Wir konnten da noch ein bisschen nachjustieren, indem wir zum Beispiel den Ausleger etwas vor- oder zurückgenommen haben. Dadurch können wir den Schwerpunkt einstellen. Aber unsere Rechnung hat sehr gut gestimmt. Das werden Sie jetzt gleich sehen. Die Krane kommen sehr schön parallel zum Boden hoch. Sie sehen hinten an den Kranen, an dem Kran, die beiden kreuzförmigen Seile. Die haben wir angebracht, um zu verhindern, dass sich der Kran im Wind dreht. Denn der Kran hat doch eine erhebliche Windfläche. Wir haben zwar jetzt ein wunderschönes Wetter, aber letzte Woche am Mittwoch hatten wir doch sehr starken Regen und sehr starken Wind. Und da hat sich doch gezeigt, dass diese Seile absolut notwendig sind. Weil wir haben hier wirklich ein Mobile. Alle Krane hängen absolut frei. Und deshalb, wenn hier sehr schnelle Bewegungen durchgeführt werden oder falls Wind auftritt, werden die Krane natürlich in Bewegung geraten. So, der LTR 1100 mit 62 Tonnen ist nun angehoben. Der Fahrer wird nun die Kranführerkabine verlassen. Und der LR 11350, das war bisher eigentlich unser größter Kran, wird nun die beiden Krane gemeinsam anheben. Auch hier haben wir wieder den Schwerpunkt genau in die Mitte gebracht, indem dieser Kran nun voll aufballastiert ist. Das heißt, der maximale Ballast ist auf der Drehbühne drauf und balanciert das Gewicht des LTR 1100 aus. Das Schwierigste an dem ganzen Kranmobile für uns in der Konstruktion war übrigens, dass wir diese Aufhängemöglichkeit geschaffen haben. Es ist nämlich gar nicht ganz so einfach, diese Krane so anzuhängen, dass sie sicher angehängt sind. Deshalb mussten wir diese Quertraversen separat konstruieren. So, nun geht's nach oben. Der Kran hebt nun eine Last von 350 Tonnen, die sich zusammensetzt aus den 288 Tonnen des LR 1350 und den 62 Tonnen des LTR 1100. Inkludiert sind hier auch die Anschlagmittel, das heißt die Traversen und die Abspannstangen. Sehr wichtig ist auch zu beachten,
dass die Traversen richtig ausgeführt sind. Traversen sind diese Abstandshalter, diese gelben Abstandshalter, die diese Abspannstangen auseinanderhalten. Hier ist es sehr wichtig, dass diese Dreiecke, die Sie hier oben sehen, dass die immer höher sind als die Schwerpunktlage der jeweiligen Krane. Wird dies nicht eingehalten, dann würden die Krane seitlich wegkippen. Deswegen haben wir auch hier diesen Sicherheitsraum gelassen, dass wir hier keinerlei Risiko eingehen. So, nun ist auch der LR 1350 auf 5 Meter Höhe, der LTA 1100 auf 10 Meter und unser Modell auf 15 Meter. Wofür werden diese Krane verwendet? Dieser LR 1350 zum Beispiel wird hauptsächlich in Raffinerien eingesetzt, um Kolonnen aufzurichten. Kolonnen sind lange Behälter, die horizontal angeliefert werden und die dann durch die Krane in die Vertikale, also die Senkrechte gedreht werden und die dann Dieselkraftstoff und Benzin und Schweröl erzeugen. Und hierfür braucht man eigentlich diese großen Krane, die in große Höhen diese Lasten ziehen können. Auch für Brücken versetzen zum Beispiel sind diese Krane notwendig. Oft werden heute die Brücken neben der alten Brücke gebaut, die alte wird abgerissen und die neue wird eingehoben. So, nun haben wir, geht's schon weiter. Der LR 13.000, unser größter Kran, hebt nun alle drei Krane gemeinsam. Und auch hier sehen Sie wieder, wie schön der Schwerpunkt stimmt. Wir haben den LR 11350 überballastiert. Er hat 40 Tonnen mehr Ballast drauf, als er normalerweise in der Serie hat. Einfach um das Gleichgewicht wieder zu halten. Der LR 13.000 hat einen Ausleger mit 108 Meter Länge und ist ein sogenannter P-Ausleger. P wie Parallelausleger oder Powerboom, wie es in Neudeutsch heißt. Powerboom deshalb, weil durch diese parallele Ausführung die Seitenstabilität wesentlich ansteigt. Damit wird es uns möglich, die Traglast im steilen Bereich um 30-40% zu steigern. Und dies ist ganz wichtig, gerade bei Raffinerien, wo solche schlanken Kolonnen gezogen werden. Selbstverständlich ist natürlich bei großem Radius durch das hohe Eigengewicht des Auslegers die Traglast geringer. Ja, dann sehen Sie die beiden Telestapler noch. Warum brauchen wir denn die Telestapler? Wie Sie jetzt am Mobile sehen, es dreht sich. Der Wind bläst. Wir haben jetzt Glück, weil der Wind genau von hinten kommt. Das heißt, wir sind in der Windfahne. Aber wir wollen anschließend dann das Ganze auch noch drehen. Und dann werden wir den Wind von der Seite bekommen. Diese Telestabler werden im Liebherrwerk Telfs gefertigt. Und wir haben einen solchen Telestabler, ist beim großen Kran dabei als Werkzeug. Er wird dazu benutzt, die Seile einzuziehen, die Bolzen zu schieben, weil hier haben wir Bolzen mit 600, 700 mm Durchmesser. Die kann man nicht mehr von Hand betätigen. Der Kran wird durch zwei Liebherr Dieselmotoren V8 angetrieben. Jeder Dieselmotor hat 500 kW. Das heißt, in der Summe haben wir 1 Megawatt. 1 Megawatt Leistung ist in diesem Kran drin. Trotzdem sehen Sie, es geht relativ langsam hoch. Aber wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass wir jetzt 1430 Tonnen heben, dann ist es schon eine ganz gewaltige Leistung, die hier der Kran verrichtet. Um Ihnen ein Gefühl für diese Last zu geben, wenn wir hier mal diese 1430 Tonnen ansetzen und sagen, ein PKW hat 2 Tonnen, dann sind es 700 PKW. Wenn man jeden PKW mit 5 Meter Länge ansetzt, dann ist es eine Schlange mit 3,5 Kilometer Länge, lauter 2 Tonnen schwere Autos. Und die werden auf einmal gehoben. Man sieht es hier gar nicht, diese Dimension, aber wenn sie nachher neben dem Kran steht, Sie können die nachher besichtigen, dann werden Sie sehen, wie groß diese Maschinen sind. So, wir werden jetzt die Drehbewegung einleiten, und zwar nicht mit dem Kran selbst drehen, mit dem LR 13.000, sondern wir werden jetzt die Krane drehen über den Haken, den Sie ganz da oben sehen. Dieser Haken ist ein 2150 Tonnen Haken, da hängt nur ein Haken drin. Das zweite Teil des Hakens, das sehen Sie da drüben, hängen an diesem Kran, frei schwebend. Können Sie nachher noch besichtigen, dann sehen Sie, wie groß der nämlich wirklich ist.
Von hier unten sieht das alles sehr, sehr klein aus. Das Drehen wird eingeleitet durch diesen hinteren Stabler. Der zieht jetzt mit diesem Seil. Er muss circa mit einer Tonne Seilkraft ziehen, um diese gesamte träge Masse herumzudrehen. Der zweite Stabler lässt das Seil locker und führt nur nach. Sie sehen, diese Stabler fahren im sogenannten Hundegang. Dieser Hundegang müssen wir hier wählen, weil der Stabler mit der Drehbewegung laufend seine Position ändern muss, weil sonst zum Schluss kein Hebelarm mehr bezüglich der Drehmitte vorhanden wäre und damit die Kraft des Stablers überhaupt keine Wirkung mehr hätte. Sie sehen, wir drehen sehr langsam und sehr vorsichtig, denn hier sind sehr große Massen im Spiel und die müssen langsam beschleunigt und abgebremst werden. Inzwischen hat der LR 13000 bereits hinten den Derrickballast angezogen. Der Derrickballast ist der, ja, in gut Schwäbisch, der Haufen Eisen, der da hinten sich befindet mit 1400 Tonnen. Der ist 30 Meter vom Drehzentrum des Kranes entfernt. Die Last befindet sich ebenfalls in 30 Meter Entfernung. Das heißt, der Ausleger, das Auslegergewicht wird über die Drehbühne und den Drehbühnenballast balanciert und insgesamt befindet sich der Kran im Gleichgewicht. Diese Einscherung, diesen Flaschenzug, den Sie hinten sehen, das ist der schwäbische Waagscheißer. Der hält das Ganze in der Waage und wir müssen durch unsere Überlastsicherung sicherstellen, dass da immer Zugkräfte drin sind. Denn Sie können sich vorstellen, wenn da keine Zugkräfte mehr drin sind, dann kommt das Ganze nach hinten, der Ballast setzt sich auf den Boden auf und der Ausleger wird nach hinten gezogen. Der Derrickballast wird mit den Zugzylindern, die sehen Sie hier oben, das sind die riesigen Zylinder, die da dranhängen, nach oben gezogen. Warum machen wir hier Zylinder rein? Wir hatten früher hier keine Zylinder drin, weil jeder wird sagen, ja, ich kann das ja auch über die Verstellflasche machen. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben gerade eine solche Kolonne auf dem Fundament gesetzt und jetzt sagt Ihnen der Mann, Sie müssen die Last aufnehmen. Ja, dann wird sich das Auslegersystem verändern. Und bei einem Ausleger von 108 Metern, wenn Sie jetzt hier den Derrick-Ausleger, das ist der hintere Ausleger, nach vorne stellen, um den Ballast hochzuziehen, ja, dann wird sich der Radius verändern.